guck nach vorne. Was? Ich auch. Du auch? Mama, es wird Zeit, dass Ella auch eine eigene Küche bekommt. Und zwar jetzt sofort. Ich glaub's auch. Wir schauen noch nach Küche für Ella, okay? Wie gefällt dir die? Nee, nicht so. Die? Oh, viel zu teuer. Ja, und die ist zu klein. Uns gefällt ja gar keine Küche. Was sollen wir jetzt nicht tun? Samira, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Wir zwei bauen uns eine Küche für Ella. Machen wir das? Ja! Komm. Wollen wir so machen? Dann vielleicht unten. Hier noch eine Kindersicherung? Ja, genau. Dann machen wir hier ein Waschbecken. Und Lichter. Ja. Mama, vielleicht hier noch oben eins. Ja. Dann, wir können doch dann so Gemüse und Obst kaufen. Und dann noch so Töpfe. Ja, mal hin. Wir versuchen jetzt eine Kinderküche für unter 25 Euro zu bauen. Für die Kinderküche braucht ihr natürlich Werkzeug, einen Teppich zum Schutz eures Fußbodens, einen Holzstuhl, eine Holzplatte für die Arbeitsplatte, ein Holz für den Regalboden, ein Holz für die Küchenrückwand und ein kleines Holzstück für die Verstärkung. Wir brauchen eine Besteckschublade als Dunstabzugshaube, eine Farbwanne, Farbe für den Anstrich, eine Farbwalze und Malerpinsel, fürs Waschbecken eine Schüssel oder einen Futternapf, einen Meterstab. Und hier habe ich noch 30, 33 und 40er Spax-Schrauben. Wir fangen jetzt zuerst einmal mit der Arbeitsplatte an. Die muss jetzt nämlich am Stuhl befestigt werden. Und die werden wir jetzt zusammenbohren. Und hier habe ich jetzt ein Mehrschichtholz. Und zwar hat es den Vorteil, dass es sich nicht biegt. Es ist einfach ein bisschen stabiler. Wir zeigen mal den Unterschied zu dem hier. Das ist ein normales Vollholz. Und das sieht man auch schon. Je nachdem, wie hoch die Feuchtigkeit auch mal ist, dann verbiegt sich das einfach ganz schnell. Und das Mehrschichtmaterial, das erkennt man auch hier im Querschnitt ganz gut. Normalerweise würde ich den Stuhl jetzt ein bisschen vorbohren, damit ich es einfacher habe, den zusammenzuschrauben. Aber ich habe Samira als fleißige Assistentin. Von daher schaffen wir das jetzt auch ohne Vorbohren, oder? Und außerdem haben wir gerade nicht den passenden Fünferbohrer. Magst du uns mal deinen Tisch bringen als Unterlage? Hast du einen Tisch gepackt? Ja. Guck mal, Samira, jetzt messen wir aus, damit er schön in der Mitte ist, okay? Ja. So, heb du mal drüben. Ich heb hier. Bei mir ist 0, bei dir? Bei mir ist 100. Okay, ich markiere jetzt hier einmal auf dem Brett die Mitte und jetzt die Stuhlmitte. Und dann können wir die Mitte zusammenschieben, okay? Dann wird die Arbeitsplatte nicht kommen. Okay, Maus, guck mal, damit es nicht verschoben wird, markieren wir uns hier und hier. Okay? Und jetzt hältst du gut fest. Und ich werde die zwei Teile zusammenschrauben. So. Zum Zusammenschrauben nehmen wir einen Akkubohrer. Vorne habe ich schon ein Kreuz drin. Und für mich die wichtigsten Werkzeuge, also eigentlich braucht man echt nur vier zu Hause. Ich habe einmal den Akkubohrer, hier habe ich einen Heißkleber, eine Stichsäge und hier noch einen Tacker. Und das ist echt so die Grundausstattung und damit kann man wunderbar basteln und vor allem viel bauen. Okay. Hast du Schrauben? Ja. Hast du gerade Schrauben gesagt? Ich habe gerade Schrauben gesagt. Jetzt brauchen wir vier Schrauben. Super. Und bei den Schrauben ist jetzt ganz wichtig, dass sie nicht zu lang sind. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, das hier dran lege, darf es eben nicht höher sein als der Tisch, damit sich das Kind eben auch nicht verletzt. Und jetzt kann ich den Stuhl und die Platte an vier Stellen miteinander verbinden. So, haben wir schon mal Schritt 1. Als nächstes ist das Waschbecken an der Reihe und dafür könnt ihr zum Beispiel einen Hundefutternapf nehmen oder einen Katzenfutternapf oder ihr nehmt einen Eimer. Den haben wir jetzt auch im Baumarkt gefunden und den müssen wir jetzt hier natürlich reinlassen. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Kreis ausschneiden, der aber auch nicht zu groß sein darf, soll er von alleine halten. Und die Ella kann ja später einfach den Eimer auch nehmen und mit dem spielen. Das heißt, ich messe jetzt hier einmal den Durchmesser und mache den Kreis etwa 1 cm kleiner.
25. Also 24, okay? Und wir haben jetzt ein Problem, wir haben keinen Zirkel. Das heißt, wir bauen uns selber einen aus einer Schnur und einem Stift. Hm? So, unser Kreis. Mit der Stichsäge sägen wir jetzt hier diesen Kreis aus. Damit ich da aber jetzt gut reinkomme, muss ich erst einmal zwei, drei Löcher bohren, damit einfach das Sägeblatt schön Platz hat. Nehmen wir jetzt einfach den größten Bohrer, den wir haben. Du darfst jetzt den Stuhl gut festhalten oder setz dich am besten drauf. Juhu, ich wollte mich endlich mal hinsetzen. Gut. Und wenn ihr noch eine dritte Person habt oder eine erwachsene Person, könnt ihr einfach jetzt noch jemanden holen, der eben den Staubsauger dran hält. Das machen wir jetzt einfach im Nachhinein, okay? Also, los geht's. Bei der Stichsäge ist ein ganz dünnes Sägeblatt jetzt sehr wichtig, damit man gut um die Kurven kommt. Ich habe jetzt hier einfach das dünnste genommen und deswegen kann ich jetzt damit hier ansetzen und den Kreis schön ausschneiden. Der Kreis ist ganz schön geworden, oder? Ja. Und wenn wir schon beim Sägen sind, runden wir diese Ecken hier auch noch ab. Dafür brauchen wir einen runden Gegenstand, zum Beispiel, du bist so gut vorbereitet, und können das hier einmal anzeichnen und auch kurz wegschneiden. Damit das Holz jetzt beim Schneiden nicht reißt, fange ich jetzt nicht hier an der Stelle an, also gegen die Faser, sondern ich schneide mit der Faserrichtung. Die Faserrichtung erkennt ihr hier dran, also hier sieht man auch ganz schön, die Streifen gehen in die Richtung, also fange ich hier an zu schneiden und gehe dann so nach rechts rum. Magst du mal probieren, ob das auch passt, was die Mama hier gemacht hat? Also nicht das probieren, sondern hier probieren reinzusetzen. Guck mal kurz. Et voilà. Ellas Waschbecken. Ja! Weiter geht's. Komm, wir bauen jetzt noch die Rückwand hin und den Regalboden. Jetzt schrauben wir zuerst die Rückwand an. Und das machen wir jetzt mit Hilfe von 4 Schrauben. Einfach hier. Das messen wir vorher kurz ab. Genau, du hältst die Schrauben fest und ich bohr's dann fest, okay? Das sind wieder... Speckschrauben, Spacksschrauben. Jetzt kommt der Regalboden. Da bietet sich der Stuhl echt perfekt an. Jetzt nehmen wir das nach vorne und müssen natürlich wieder abmessen, dass es in der Mitte ist, okay? Und dann wird es auch an 4 Stellen angeschraubt. Ich zeige euch mal, für was das eigentlich ist. Also stellt euch vor, das wäre jetzt halt was, was die Ella gebrauchen könnte, also so ein Spielzeug. Und das wird dann halt das Regal. Dann und das wird der Backofen, gell? Ja. Und rechts und links Regal. Ja. Und guck, hier macht ihr dann halt das Spielzeug so sein. Das Regalbrett sitzt jetzt richtig und jetzt kann ich hier den Stift nehmen und einmal von unten den Teil vom Stuhl kennzeichnen. Innen und außen. Jetzt das Regalbrett mit den Linien nach oben auf den Stuhl legen und einfach anbohren. Wir haben jetzt hier noch eine Besteckschublade und zwar kann man entweder daraus ein Regal machen, so oder so, hier dran bringen oder auch abschneiden. Wir werden daraus jetzt eine Dunstabzugshaube machen, deswegen kommt die hier einfach oben drauf. Cool, oder? Und die müssen wir jetzt hier auch mit Schrauben befestigen. Einmal hier oben und einmal natürlich auch von hinten. Mama, darf ich dann bohren? Okay, wir bohren zusammen. Jetzt steht schon mal die Grundstruktur. Damit allerdings der Stuhl nicht umkippt, wenn die Ella dran arbeitet, werden wir jetzt hier unten noch 2 Füße dran machen. Dafür verwende ich etwas Restholz, schneide es zu und bohre es dann an. Mama, wir müssen jetzt, glaube ich, Schluss machen, aber morgen können wir ja wieder weitermachen. Okay, so machen wir das. Wir haben den Tisch erfolgreich zusammengebaut, die Küche. Ich glaube, die Grundstrukturen stehen auch schon. Man kennt ansatzweise, was es wird. Kippschutz ist auch dran. Morgen werden wir ihn abschleifen und streichen. Und dann sind wir bald fertig. Komm, gehen wir. Kekse essen. Haben wir uns verdient, oder? Jetzt geht's weiter mit unserem Tisch und zwar muss jetzt hier ein bisschen was abgeschliffen werden, damit Ella oder auch Samira, wenn sie mit dem Tisch spielen, sich keinen Spreisel holen. Und dafür nehme ich jetzt einen Schleifschwamm und zwar hat der eine 120er Körnung und je höher die Körnung, umso besser wird das Ergebnis, also umso feiner. Ich brauche aber Unterstützung von, wo ist Samira? Hier bin ich. Ah,
da bist du. Komm, wir schleifen ab. Und dann können wir nämlich sofort auch schon den Tisch anmalen. Und dafür nehmen wir einen Acrylbuntlack und der ist auf Wasserbasis. Das ist auch ganz wichtig. Warte kurz. Denn wenn wir das zum Beispiel jetzt auf die Kleider bekommen, können wir es gleich auswaschen. Vor allen Dingen ist es einfach auch ein bisschen besser. Das ist auch Spielzeug geeignet und kann echt super trocknen und ist für Gegenstände für innen und außen geeignet. Zum Malen verwenden wir einen Acrylbuntlack. Der ist für innen und außen geeignet und auf Wasserbasis hergestellt. Mir ist ganz wichtig, dass er auch für Kinderspielzeug geeignet ist. Außerdem lässt er sich ganz einfach wieder von der Haut mit einem Silikonschwamm abwaschen. Stunden später ist unsere Küche getrocknet und wir können jetzt wieder weitermachen. Ich habe jetzt hier ein paar Deko-Elemente und zwar kommen jetzt zuerst einmal die Ofenknöpfe dran. Dafür habe ich am Stuhl vier Löcher hingebohrt und hier diese Griffe dran gemacht und zwar haben wir die einfach bei unserer Freundin im Keller gefunden. Da könnt ihr wirklich alte Türgriffe nehmen oder auch vom Schrank einfach Griffe. Die gibt es natürlich auch neu zu kaufen, auch für kleines Geld, für 1 bis 2 Euro. Aber wir haben jetzt natürlich nur versucht, Dinge zu nehmen, die wir schon da haben bzw. die wir vom Sperrmüll oder von Freunden kostenlos bekommen. Aber nicht bitte die Knöpfe von Omas Schrank wegschrauben, die braucht die bestimmt noch. Jetzt kommt die Gardinenstange und zwar ist es ja unser Ofen und der braucht eine Tür. Dafür habe ich jetzt eine Gardine genäht und zwar passt die genau hier auf diese Öffnung und das kann man wirklich mit 1, 2 Stichen entweder mit der Nähmaschine gut zusammennähen oder ihr könnt es auch per Hand machen oder einfach zuschneiden und ganz ohne nähen. Hier bringen wir jetzt 2 Haken an, dann kann Ella den Ofen auch immer schön auf und zu machen. Und unten machen wir noch eine Stange rein und dann ist es so ein bisschen beschwert. Wir haben jetzt von Opas alter Küche einen Wasserhahn, also eine Armatur. Und die bohren wir jetzt an. Und ich denke, hier außen wäre es vielleicht zu weit außen, gell? Sollen wir vielleicht hier? Ja. Hier? Perfekt. Gut. Dann haben wir das hier, die Unterlegscheiben und die Schrauben. Also heißt jetzt bohren und anschrauben. Samira malt jetzt gerade mit Acrylfarbe eine kleine Holzbox aus und das ist dann einfach so ein Fach für Utensilien in der Küche. Ich nehme mir jetzt den Backofen vor und zeichne hier mit Bleistift ein paar Linien vor und werde dann mit schwarzer Vollton- und Abtönfarbe noch den Backofen ausmalen. Mit der gleichen Farbe male ich auch noch die Herdplatten an und wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Edding oder einen anderen Permanentmarker nehmen und noch Einzelheiten hinmalen. Damit Ella beim Backen und Kochen auch etwas sieht, bekommt sie noch kleine LED-Lichter aus dem Baumarkt. Die sind auch super günstig und man kann sie ganz einfach an den Dunstabzug kleben. Unsere Küche ist jetzt fertig und sie gefällt uns und vor allem auch Ella richtig gut. Ella war jetzt noch einkaufen, denn ihre Küche braucht ja auch noch eine Ausstattung. Ella, jetzt kannst du deinen Korb holen mit den Töpfen. Hat die Tänzerin gittisch? Ich helfe mal der Ella, das genau. Ist ziemlich schwer. Oh. Ja. Ella ist halt wie die Mama, braucht gleich die beste Ausstattung. Ella, warum hast du so viel Seil? Komm, jetzt richten wir die Küche ein. Insgesamt haben wir gebraucht 7 Euro für Holz und Schnitt, 3,50 Euro für die Besteckschublade, 4,50 Euro fürs Waschbecken, 4 Euro für die Schrauben und 2 Euro für die Haken, 1,50 Euro für die Gardinenstange, 2 Euro für die LED-Lichter, der Stuhl, die Farbe, der Stoff und die Knöpfe, die waren kostenlos, die hatten wir nämlich noch im Keller übrig. Wir haben es geschafft, eine Kinderküche für unter 25 Euro zu bauen. Wichtiger als der Preis ist aber das Selbermachen und das gemeinsame Werkeln mit dem Kind. Das Selberbauen stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes. Kinder können oft viel mehr, als die Erwachsenen ihnen zutrauen. Kinder brauchen Selbstbewusstsein, damit sie stark sind und an sich glauben. Die Eltern schenken ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung, ermuntern die Kinder, sodass die eigenen Fähigkeiten gestärkt und gefördert werden. Und das beginnt schon beim Bauen einer Kinderküche. Das Kind merkt dann, aha, ich habe die Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Häufig konzentrieren sich Eltern im Alltagsstress auf das, was Kinder nicht so gut können oder nicht schaffen. Dabei ist es viel wichtiger, den Blickwinkel zu ändern und zu schauen, was das Kind eben schon gut kann
Lobt eure Kinder nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gesten und Blicken. Die einzelnen Fähigkeiten der Kinder sollten gezielt gefördert werden, damit aus ihnen selbstbewusste und glückliche Menschen werden. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Spielen und Kochen und Backen in eurer neuen Kinderküche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ella, warst du einkaufen? Gut, super siehst du aus. Sag mal, hey Dicker. Hey Dicker. Sag mal, hey yo. Hey yo. Was geht? Was geht?